Gast heute Morgen ist Bernd Attner. Er kommt aus Karlsruhe und war im Sapmiland, im Lappland. Die Lappen hören uns ja jetzt nicht zu, deshalb kannst du schon mal Lappland sagen, weil er sagt ja eben, eigentlich ist das so ein bisschen Beleidigung. Es gibt einige Naturparks dort. Nationalparks. Ja, ja, da gibt es einige große Nationalparks, zum Beispiel die Padjelanta, der Sarek und der Sture Schöfallet. Das ist das größte Nationalparkgebiet. Die drei Nationalparks sind alle miteinander verbunden. Da kommt dann noch der norwegische Nationalpark Rago dazu, der allerdings relativ klein ist im Verhältnis zu der riesigen Fläche von den drei anderen. Und wenn man sich das mal so von der Größe mäßig vorstellt, die vier Nationalparks, etwa so groß wie Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg, alles zusammen. Boah. Also das ist schon ein riesiges Gebiet und in dem Gebiet, da gibt es keine Ortschaften, da gibt es keine Straßen. Elche. Da gibt es Elche und da gibt es auch ein paar Bären. Gesehen haben wir keine, wir haben die Fußspuren, die Tatzenabdrücke im frischen Schlamm gesehen und Füchse gibt es und Rentiere jede Menge, die haben wir ja in Massen gesehen. Und es gibt ein paar Übernachtungshütten, zumindest im Padjelanta-Park. Im Sarek gibt es gar nichts, das ist reine Wildnis. Soll auch so bleiben, so sieht es die Naturschutzvorschrift von Schweden vor. Und da gibt es auch keine Brücken oder irgendwelche Hilfsmittel, die dem Wanderer das Wandern irgendwie erleichtern, sondern da sucht man sich einfach seinen eigenen Weg. Es gibt inzwischen schon so eingetretene Trampelpfade, aber man muss immer wieder durch Flüsse, was auch für uns ein Problem war, in der wir dann doch auch unsere Tour ändern mussten, weil die Flüsse einfach durch warmes Wetter zu viel Wasser geführt haben. Geht es los? Ich habe mir schon meine Klamotten eingepackt, die Schuhe konnte ich zu Hause lassen, weil er ist barfuß durch Lappland gewandert mit drei Freunden und einer Frau. Nein, Freunde war es nicht, ihr habt euch erst da kennengelernt, gell? Wir haben uns vorher schon kennengelernt und zwar hatte ich über das Internet Inserate geschaltet, in dem ich Mitwanderer gesucht habe und da haben sich einige Leute gemeldet, da war der Hubert, der ja neben mir sitzt jetzt. Da war die Wiebke, das war die erste, die sich gemeldet hatte, schon ja, dreiviertel Jahr vorher. Und dann war noch der Stefan. Ihr habt auch eine Probewanderung vorher gemacht, ihr vier plus Frau? Nein, da waren wir zu dritt, das war der Stefan, der Hubert und ich. Da haben wir uns im Schwarzwald getroffen und haben uns da so einen einsamen Weg über einen Höhenzug im Nordschwarzwald bei der Hohnisgrinde ausgesucht. Und da waren noch die Sturmschäden vom Lothar deutlich zu bemerken, da lag also alles kreuz und quer. Und da konnte man dann so richtig mal so querfeldein, wie wir das in Lappland auch erwartet hatten. Nun hat er einen Mitwanderer gefunden per Internet, den Hubert Ringwald. Du hast die Schuhe angelassen, Hubert, gell?
Ich habe die Schuhe angelassen, ich hätte darauf nicht verzichten wollen. Ich kann es mir auch nicht richtig vorstellen, barfuß zu wandern, habe das allerdings sehr bewundert bei Bernd und musste auch im Nachhinein feststellen, dass er mit den Füßen wahrscheinlich die wenigsten Probleme gehabt hat. Also wir hatten alle anderen Blasen, Scheuerstellen. Der eine von uns, der Stefan, der hatte auch nach dem Urlaub noch kräftig mit seinen Füßen, mit Fußproblemen zu tun. Dennoch hätte ich nicht gerne auf die Schuhe verzichtet, weil bei dem Gewicht, was man da mit sich rumträgt, das sind ja dann über 25 Kilo auf dem Rücken durch unwegsames Gelände, da brauche ich einfach einen Halt und eine Stabilisierung am Knöchel. Und also sag mal, die müssen doch blutig gewesen sein von ihm. Ihr seid doch nicht nur über Asphalt gegangen oder über Wiesen. Wir sind kaum über Asphalt gegangen, also die Wege waren... Zum Teil waren es Holzbohlen, auf denen wir gehen konnten. Das war noch die komfortablere Lösung. Dann war es eher so ein Schlamm, teilweise auch durch Moor. Da war er natürlich im Vorteil, weil unsere Füße dann einsanken und das Wasser in die Schuhe reinlief und dieses Leder natürlich dann auch die nächsten Tage nicht trocken wurde. Und zum Teil war es aber auch Geröll und Fels. Thank you.
plaudern ja über Lappland. Ihr wart dort angereist per Flugzeug. Nein, wir sind nicht per Flugzeug angereist, wir sind per Zug angereist, was auch fast 2 Tage gedauert hat. Wir waren auf unterschiedlichen Strecken unterwegs, haben uns in Malmö getroffen und von Malmö aus ging es dann mit dem Zug weiter über Stockholm nach Gällivare und von Gällivare aus nochmal mit dem Bus nach Rietzem und von dort noch einmal über einen See mit einem Schiff und dann endlich wandern. So dieses endlich wandern, diese Landschaft. Beschreib mal die Landschaft Lapplands. Das ganz Typische für Lappland ist einfach diese unendliche Weite, wo man einfach keine Stadt, keine Zivilisation hat, nur gelegentlich ab und zu mal eine Hütte, aber auch nur dann, wenn man auf einem festgelegten Weg geht. Es gibt dort oben so gut wie keine festgelegten Wege, keine Wanderwege. Man geht oft einfach querfeldein und muss einfach dann gute Kartenleser sein, auch mit Kompass sich orientieren können. Das ist einfach so beeindruckend, dass man dann tagelang unterwegs sein kann, niemanden trifft und durch nichts umgeben ist, außer von einer grandiosen Natur, die auf den ersten Blick vielleicht einfarbig erscheint, aber bei näherem Hingucken unglaublich viele Farben bietet. Das Rot von den kleinen Blättern auf der Erde und die Beeren in den verschiedenen Farben und die Seen, die je nachdem, und Flüsse und Wasserfälle, die je nach Licht eben ganz unterschiedlich erscheinen. Überhaupt das Lichtspiel ist großartig, weil es also bei uns immer einen Wechsel gab zwischen Sonnenschein und kräftigen Schauern, drohende Wolken am Himmel. Es war also ständig ein Naturschauspiel, in das man eingebunden war, was diese Landschaft sehr tief eingeprägt hat. Man ist mitten in einer Geschichte von den beiden. Eine eingeschworene Truppe von 4 Männern und eine Frau. Und die arme Frau musste sicherlich immer kochen in Lappland, Hubert Ringwald, oder? Selbstverständlich hat die für uns gekocht und abgewaschen. Nein, natürlich nicht. Wir hatten uns... Gut, da hätte ich jemand auf die Ohren gegeben. Ich sag dir, da hätte man eine Reaktion gehabt. Nein, wir haben uns alle selber versorgt. Das heißt, Bernd hat eine Kocheinheit gebildet, Wiebke hat eine Kocheinheit gebildet und ich habe mich mit Stefan zusammengetan. Da waren unsere Bedürfnisse eigentlich auch einfach ganz unterschiedlich. Also ich bin Vegetarier und wollte dann lieber so Sachen haben wie Getreide, also Bulgur oder Couscous oder auch rote Linsen mal. Und Bernd hat eher auf Konservendosen mit Wurst gesetzt. Das ist einfach nicht so meine Welt. Und Wiebke, ja, die hatte vorher schon einen sehr ausgeklügelten Ernährungsplan aufgestellt, wo sie im Grunde im Vorfeld schon wusste, was sie am 18. Abends isst und was sie am 17. morgens bekommt. Also eine Liste, wo nicht nur drauf stand, was, sondern auch wie viele Kalorien noch was hat, damit sie das auch alles ausgewogen dann zu sich nehmen konnte. Na, eine sportliche, aktive Wiebke. Und habt ihr auch schon mal das gegessen, was die Natur euch in Lappland gegeben hat? Ja, wir haben sehr viele Beeren gegessen. Die armen Tiere. Die Bären mit Doppel-E. Von den Bären hatten wir leider nur die Fußspuren einmal gesehen. Aber Gott sei Dank auch nur die Fußspuren. Wo habt ihr übernachtet? Dort oben in Hütten? Überwiegend haben wir in Zelten übernachtet. Es gibt auch kaum Hütten. Also wir sind zwar dadurch, dass wir mehrmals unsere Route ändern mussten, auch witterungsbedingt, sind wir dann auf einem regulären Wanderweg gegangen, dem Padjelanta-Pfad. Und auf diesem Pfad gibt es in regelmäßigen Abständen Hütten. Die sind allerdings zu dieser Zeit, wir waren im September unterwegs, nicht mehr bewirtschaftet. Man kann aber in jeder Hütte, also es gibt in jeder Hüttenansammlung, gibt es eine, die zugänglich ist, wo man sich dann einfach in ein Logbuch einträgt, dass man da war und am Ende der Reise einen Betrag überweist dafür, dass man da war. Aber in der Regel haben wir in Zelten übernachtet. Ist es im September kalt in Lappland? Also das Kälteste, was wir hatten, waren so um die 0-Grad-Grenze. Abseits der Zivilisation, hattet ihr eigentlich ein Handy dabei, wenn jemand sich den Fuß gebrochen hätte, Bernd? Nee, also das Handy hätte da ohnehin nicht funktioniert, da gibt es keinen Empfang. Es gibt in den Hütten, die am Weg entlang sind, da gibt es Nottelefone,
wo man dann mit der nächsten Polizeidienststelle verbunden wird. Nur, dass die Telefone eben jeweils eine Tageswanderung voneinander entfernt sind. Und da wäre dann die Möglichkeit gewesen, wenn irgendwie was passiert, eine schwere Krankheit, eine Verletzung, die am Weitergehen hindert, dass man da dann eben Hilfe herbeiruft, die dann per Hubschrauber kommt. Wiebke wurde doch krank. Die hat einen grippalen Effekt, wenn man das mit medizinisch wollen nennen, bekommen. Das heißt, sie hatte Fieber, hatte Schnupfen, Halsschmerzen, so das, was man halt, Kopfschmerzen, was man üblicherweise dabei hat. Und hat sich dann da während der Tour da hinterhergeschleppt. Wir konnten uns das auch gut vorstellen, aber auf der anderen Seite mussten wir auch immer weiter, weil die Entfernung, die wir zu laufen hatten, die 150 Kilometer, dann doch eine ganz schöne Strecke sind. Auf einer, ja, in einer Landschaft, wo man wirklich querfeld einläuft. Und insofern konnte man da auch kaum mal einen Tag oder zwei Pause machen, und damit sie sich auskurieren kann. Wir haben ja dann mehrfach darüber gesprochen, dass wir vielleicht einen Helikopter bestellen, eine Hütte, aber das wollte sie dann auch nicht. Dann meint sie, hält das durch. Und dann kamen wir in einer der Hütten, Stalo Luokta. Das war so etwa die Hälfte der Strecke. Da sind wir hingekommen, da war kein Mensch, und plötzlich landete ein Hubschrauber. Und dann haben wir sie gefragt, ja, das wäre jetzt die Möglichkeit, das würde noch nicht einmal was kosten, der ist ohnehin da. Der hat da irgendeine Funkanlage abgebaut, die im Sommer da war, und hat regelmäßige Flüge dahin stattfinden. Und dann hat sie aber gemeint, das geht ihr wieder besser, und was ging dann der Rest der Tour auch. Und ihr habt sie auch sicher gut betreut, gell? Ihr Kerle. Ja, natürlich, der Hubert hat immer ihr Zelt getragen. Weil, wie der Hubert vorhin schon erzählt hat, man trägt dann doch 25 bis 30 Kilo auf dem Rücken auf so einer Tour. Man muss seine Verpflegung mitnehmen, seine Ersatzkleidung. Man muss auch immer mitrechnen, dass man mal irgendwann total durchnässt wird bei einer Flussdurchquerung oder eben einfach auch durch Witterungseinflüsse. Und da braucht man halt auch entsprechend Ersatzkleidung, damit er was Trockenes hat. Man hat sein Zelt dabei, man hat seine Kochsachen dabei. Und das kommt schon einiges zusammen, Fotoausrüstung natürlich auch. Und das wurde ja dann doch auf die Dauer ein bisschen schwierig. Es war ohnehin so, dass sie dann ein bisschen langsamer lief wie wir Männer. Und dann hat sich der Hubert da zum Beispiel bereit erklärt, ihr das Zelt abzunehmen. Ihr seid dann doch gute Kerle. Hm? Ja, klar, natürlich. Ja, klar. Und ihr habt aber die Route geändert. Du hattest ja vorher eine Route genau geplant. Warum habt ihr die Route plötzlich geändert? Ja, zum einen mal haben wir dann schon am ersten Tag gemerkt, obwohl da ganz schönes Wetter war und wir sehr gut vorankamen, dass wir die Tagesetappen, die wir geplant hatten, von 15 Kilometer auf die Dauer nicht schaffen werden. Wir hatten da an einem Tag, wo es wirklich gut lief, nur 12 Kilometer geschafft, und wir mussten davon ausgehen, dass es Tage gibt, wo wir nur die Hälfte schaffen oder gar nicht laufen können, weil es eben nur regnet. Aber sag mal, so 6 oder 8 Kilometer, die macht man doch im Rutsch weg hier bei uns in Deutschland. Ja. Ja gut, wir haben dort eben keine schönen Wege, breit ausgebaute Holzabfuhrwege wie bei uns, sondern man läuft einfach quer durch die Natur, durchs Gestrüpp, und wie gesagt, 25, 30 Kilo auf dem Rücken. Und dann barfuß, hat es geschmerzt oft? Nee, das bin ich gewohnt, und wenn es allzu steinig wird, dann ziehe ich mir natürlich auch Schuhe an. Und aber so, wie der Hubert schon gesagt hat, im Moor. Und oftmals sind wir durch Moor gelaufen, durch Sumpf. Die Tierwelt ist eine ganz einzigartige, dass sogar die Elche schnuppern wollten. Was kommen denn da für Deutsche? Also die Elche, diese Geschichte ist jetzt eigentlich Bernds Geschichte. Das wäre jetzt ein bisschen gemein, wenn ich sie erzählen würde. weil er hatte die Begegnung mit dem Elch und mit seinem Pfefferminztee. Von dir wollen wir dann wissen, welche Tiere ihr denn noch so gesehen habt. Also was wir vor allen Dingen gesehen haben, waren Rentiere. Das war natürlich unglaublich faszinierend, die das erste Mal zu sehen, über so eine Bergkuppe zu kommen, und auf so einer Lichtung steht dann so eine ganze Herde Rentiere. Das hat uns sehr beeindruckt. Wir haben sehr oft Lemminge gesehen, allerdings meistens in verwestem Zustand, die dann noch mit ihren kleinen Fellen und Skeletten da rumlagen. Die gibt es natürlich da sehr häufig. Tja, und dann kam der Elch.
habe. Nun kommt der Elch zum Tee. Ja, das war schon ein paar Jahre vor unserer gemeinsamen Tour. Da war ich in der gleichen Gegend schon mal unterwegs. Und ja, das war ein verregneter Abend, war auch so im Spätsommer, Ende August. Hat so leicht genieselt, ich habe mich in mein Zelt reingelegt, alles zugemacht und habe dann in der Zeltabsis einen Tee gekocht über dem Campingkocher und lag da so in meinem Schlafsack, während draußen im Vorzelt eben da die Teekanne gedampft hat. Und dann höre ich plötzlich so ein Grunzen oder wie man das bezeichnen kann. Und ich konnte das zunächst nicht einordnen, dachte, da hat sich irgendein anderer Wanderer vielleicht gerade geschneuzt. Und dann habe ich Schritte gehört und schon von dem Gewicht dachte ich mir ja schon, das kann kein Wanderer sein. Also das müsste schon ein sehr schwerer Bursche sein, der da ankommt. Und das Trampeln kam näher, das Grunzen auch. Und so langsam wurde mir da schon etwas mulmig. Da lag ich dann ganz steif in meinem Schlafsack und sah dann so einen riesen Schatten, der sich über mein Zelt beugt. Also das war ein Tier, das sehr viel größer war wie mein Zelt, was da vor dem Zelt stand. Und ich sah eine riesen Schnauze, die da in Richtung zu meiner Teekanne ging. Lag da dann zunächst mal nur ganz still und wie eingefroren da in meinem Schlafsack. Und irgendwann habe ich dann einen Schrei losgelassen. Und dann ist das Ungetüm, das da vor dem Zelt da stand, davon getrampelt. Und das war dann wirklich, das war so ein mooriger, federnder Untergrund. Und der ganze Boden, der hat vibriert wie bei einem Erdbeben. Aber so ein bisschen ist einem doch das Herz in die Hose gerutscht. Aber wirklich, da war ich wirklich wie eingefroren im Zelt. Und ich habe dann nach einer Weile den Reißverschluss aufgemacht und schaute da raus, was da dann war. Und da sehe ich da so 100 Meter an so einem kleinen Teich entfernt einen Elch stehen. Und der hat mich genauso verdutzt angeguckt wie ich ihn. Und als er mich dann gesehen hat, dann ist er dann davon getrabt. Ja, damit war es dann auch schon vorbei. Gibt's da Schnaken? Ich höre immer wieder, wenn man oben in Lappland wandert, da wirst du zerstochen von oben bis unten. Das stimmt, die gibt's sehr zahlreich, aber zu der Jahreszeit, zu der wir gewandert sind, war das Problem nicht mehr gegeben, weil es dann einfach schon zu kalt war. Das war auch der Grund, wieso wir relativ spät im Jahr, also im September eben gewandert sind, was auch dann wirklich so eine, gerade die letzte Möglichkeit ist, das überhaupt noch zu tun, weil es dann im Oktober doch sehr schnell sehr kalt wird. Und auch wir hatten auf der Tour schon erste Schneefälle. Wie viele Menschen habt ihr getroffen während eurer zweiwöchigen Wanderung? Wir haben... Also nicht viele. Nicht viele, also 8 Leute vielleicht. Das gibt's doch nicht. 2 Wochen unterwegs und kein Mensch sehen. Also 4 Wanderer, glaube ich, waren es insgesamt und 2 Samen, die mit ihren Weiden zu tun hatten. Bernd, schön, dass du da warst und auch den Hubert mitgebracht hast. Wann geht die nächste Reise wieder los? Ja, ich werde in 2 Wochen wieder starten nach Lappland. Warum dann immer nach Lappland? Geh doch mal woanders hin. Ja, ich war auch schon in anderen Gebieten, aber im Moment ist das einfach so mein Lieblingsgebiet. Da bin ich frei, da kann ich tun lassen, was ich will und da kann ich mit dem Zug hinfahren, das ist nicht so teuer und auch schön angenehm, da hinzukommen. Schön, dass du da warst. Bernd, auch danke dir, Hubert, allzeit auch dir viel Erfolg. Gibt es einen Spruch für Wanderer, allzeit Moos unter den Füßen oder... Ja, kann man so sagen, ja. Na prima, also.